Auch da sind Stacheln dran. Etwas blöd ist Pepplin. Dass dann seine Augen und sein Kopf hier explodieren. Ja. Sein Kopf ist jetzt auch hier. Ja, wie man hier auf den kurzen Videosequenzen sehen kann, sind wir auf unserer Kanu-Gepäcktour heute etwas festgenagelt. Festgenagelt von Wind, Wetter, Regen und haben aber schon im Vorausblick auf diesen Tag ein gutes Biwaklager gewählt. Wo wir einigermaßen windgeschützt sind, genug Platz haben und unsere Zelte und unsere Tarps so aufbauen konnten, dass sie vom Starkwind nicht gefetzt werden oder davongeweht werden und wir auch hier so gut überleben können. Ein YouTube-Follower hat heute festgestellt, dass er es schade findet, dass auf meinen letzten Videoclips ich nicht rede. Ja, es ist so, die letzten Videoclips bestehen auch nur aus Fotos hier von meinem Tablet, was ich gerade vor meine Visage halte und wo ich reinquatsche. Ich filme natürlich jede Menge mit GoPro und mit meiner Panasonic-Kamera. Und da sammeln sich auch Materialien bewegter Art und da labere ich auch öfters. Aber während einer Kanu-Gepäcktour bei Wind und Wetter im Zelt, ohne Stromanschluss, ohne Toilette, ohne Dusche, ohne alles, nämlich draußen in der Pamba, noch astreine Videos zu machen, das gelingt mir im Moment nicht. Deswegen, wenn ich kurz Zeit habe, habe ich hier das Tablet in der Hand, mache beim Paddeln, beim Zelt aufbauen, beim Feuer machen, immer mal kurz ein paar Fotos und die lade ich dann schnell mal auf YouTube hoch. Das würde ich jetzt nicht sehen, dass das Videos sind.
Und damit kann ich auch, die sind sicher auch nicht furchtbar interessant. Das ist wiederum Bestandteil meiner persönlichen Dokumentation, meiner persönlichen YouTube-Dokumentation, meines persönlichen YouTube-Archivs. Was ich mir dann irgendwann mal, wenn ich im Pflegeheim hocke, anschaue, was ich da früher so getrieben habe, 2024 auf dem Storallee hier in Dalsland, wollte ich nur mal so gesagt haben. Ja, ich habe mich gerade jetzt ein bisschen in unser Zelt zurückgezogen, weil ich mich ein bisschen ausruhen muss, Schmerzmittel genommen habe und klotze dann hier so auf mein Zelt, auf unser Zelt. Es ist ein gutes Zelt, seit 2006 im Einsatz, ein Hilleberg-Zelt, ein Geodät, der schon viele Stürme ausgehalten hat und uns gut geschützt hat. Und das ist auch heute hier der Fall. Wir befinden uns nur am Rande eines Sturmtiefs, was über Skandinavien hinwegzieht. Und hier in Dalsland, unsere Region, wird nur am Rande tangiert. Normalerweise könnte man auch bei diesem Wetter weiter paddeln, wenn man dynamisch, jung und gut drauf ist. Aber wir haben uns entschlossen, heute hier zu pausieren und Lagerleben zu erleben, schlechtes Wetter abzuwettern. Das Wetter wird morgen wieder besser, dann ziehen wir auch wieder weiter. Und meine üblichen Videos, die etwas länger sind, wo das Rohmaterial sich noch auf meinen Kameras befindet, das werde ich gelegentlich bearbeiten, wenn ich wieder genug Strom habe und Lust habe. Im Moment habe ich dazu wenig Muße.